Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Future Students an der TU Darmstadt. Wir begrüßen nämlich mit dieser Folge unsere neuen Erstsemesterstudierenden, die jetzt im Wintersemester an der TU Darmstadt beginnen. Nachdem die Immatrikulation geschafft ist und ihr eventuell sogar hierher gezogen seid, beginnt nun ein neuer aufregender Lebensabschnitt. Um euch zu unterstützen und erste Fragen zu beantworten, habe ich heute Sarah zu Gast. Hallo. Sarah, schön, dass du da bist. Danke. Du studierst aktuell hier, deswegen bist du heute hier. Und daher meine erste Frage, was studierst du hier an der TU Darmstadt? Ich studiere Biomolecular Engineering, so biomolekulare Technologie. Und das ist ein Mix zwischen Chemie und Biologie. Oh wow, ja, von dem Studiengang habe ich schon eine Menge gehört. Kurz genannt BME, also wirklich genau Biologie, Chemie, die Mitte. Aber wir wollen heute gar nicht über Biomolecular Engineering reden, sondern über den Start an der Universität. Du hast gesagt, du bist im dritten Semester. Hast du noch Erinnerungen an dein erstes Semester, als du hier angefangen hast an der Universität? Was waren damals deine Erwartungen? Was waren deine ersten Eindrücke? Ja, okay. So letztes Jahr, ich bin hier umgezogen von Italien. So eine große Change. Ich habe viele Erwartungen, so viele über die Praktikum, weil ich weiß, dass wir machen viele Praktikum, auch in anderen Fachbereichen, wir machen viele Praktikums und ich möchte viel im Lab arbeiten und so. Ich habe viele Erwartungen von Lab und im ersten Semester und zweiten Semester, ich war in viel Arbeit, in viel Lab. Also ganz viel Laborarbeit in den ersten Semestern ja. Schon. Ja, und es war richtig sehr schön und sehr cool, im Lab zu arbeiten mit Freunden und ich habe viele Leute kennengelernt, auch im Lab. Wow, das heißt, deine ersten Eindrücke der Universität waren sehr praxisnah, ja, also wirklich direkt im Labor. Jetzt bist du wahrscheinlich, wenn du sagst, du bist aus Italien gekommen, ja wirklich mit ganz vielen Fragen an der Universität angekommen. Ganz neu, nicht nur die Universität, auch Deutschland gleich mit. Und wir wollen mal schauen, ob wir heute in dieser Folge ein paar von den ersten Fragen, die Erstsemesterstudierende vielleicht betrifft, beantworten können. Mhm. Ganz wichtig ist ja die sogenannte OVO, also Orientierungswoche, die eine Woche vor der Vorlesung beginnt. Und ich weiß, dass sie wichtig ist, aber kannst du uns sagen, was passiert in dieser sogenannten Orientierungswoche für die Erstsemesterstudierenden? Ja, okay, so die Orientierungswoche, die OVO, war mein erster Augenblick auf die TU und das war sehr schön. Ich habe meine aktuelle Freundin da kennengelernt und sie sind eigentlich meine beste Freundin jetzt, wir sind so immer zusammen. So, wir können Freunde kennenlernen, die Neuigkeiten über die Universität, so die neue Welt von Universität, wie funktioniert UKAN, wie mache ich einen Stundenplan, wie mache ich alles, weil ich war auch... Ich hatte keine Ahnung von, was war Modul, Organisation und sie machen oder was so. Ist eigentlich TUKAN, was irgendwie ja. funktioniert TUKAN, aber ja. dass wir überhaupt dieses System haben, mit dem gearbeitet wird, ist ja auch erstmal eine Hürde, sich da einzuarbeiten. Ja. Dabei jetzt gleich der erste Tipp an alle Erstsemesterstudierenden. Nebst TUKAN und was TYD. Man so... Genau. Was? Und die Athene-Karte auch. Genau, das heißt, so schnell wie möglich die TU-ID aktivieren und die Athene-Karte. Ja. Denn sonst gibt es auch, also ohne Athene-Karte kein Essen in der Mensa. Nein. Aber auch ansonsten sehr, sehr wichtig, dass das ganz am Anfang gemacht wird. Aber was macht ihr noch dazu? Was macht ihr außerhalb? Also du hast gesagt, Stundenplan wird erstellt. Ihr lernt in der OVO neue Leute kennen. Deine besten Freunde sogar heute. Und... Was macht ihr außerdem in den Orientierungswochen? Wir machen auch so Rallyes. Wir machen so eine Rallye in den Lichtwiese gemacht, so verschiedene Stationen, kennengelernt die im Lab, die unsere Gebäude und so. Und dann auch, wir machen Kneipetour. So, wir gehen in alle Kneipen von Darmstadt. Und wir oh, dafür gibt es eine Menge in Darmstadt. Ja, wir gehen ein bisschen Bier trinken mit den Leuten. Oder Cola. Und wir gehen auch so in unsere Fachschaft und wir schauen alle die... Arbeitsgruppe von dem Professor, so wir kennen auch viele Professoren und wir können auch verschiedene Professoren und die verschiedene Art von Professor sehen. Wie also lernen. Wirklich eine Mischung aus, es gibt ja eine Süßigkeit, die das so nennt, Spannung, Spaß und in dem Fall nicht Schokolade, aber sehr viel Universitätsleben, aber auch außerhalb der Universität, wie die Universität funktioniert. Also wir können es nur empfehlen, wirklich dann auch zur Orientierungswoche zu kommen. Immer. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach ganz besonders wichtig? Also wenn du sagst, das Wichtigste an der Orientierungswoche? Das Wichtigste ist besuchen. Keine Angst haben, die Frage zu stellen, weil ich habe auch viele Fragen gestellt. Es ist eine neue Welt für alle. Und ja.
die Beste so zu haben von dieser Orientierungswoche und Freunde kennenlernen für die Uni danach. Ja. Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Leute auch in die Uni, nicht, so, nicht nur in die OVO, auch in die Uni normal, also in die Uni-Alltag immer Fragen zu stellen. Ja, das glaube ich, das ist wirklich... Also freut mich vor allen Dingen, weil ich jetzt von dir gehört habe, dass du sogar deine besten Freunde gefunden hast, direkt in der ersten Woche an der Universität, wenn alles noch ganz neu ist. Jetzt ist es glücklicherweise so, dass ja mit der Orientierungswoche die Unterstützung für unsere Studierenden nicht endet, sondern nur anfängt. Nach der Orientierungswoche bieten viele Fachbereiche das sogenannte Mentoring an und glücklicherweise auch das studentische Mentoring. Hast du zufällig Mentoring mitgemacht? Kannst du erzählen, was verbirgt sich dahinter? Ja, ich habe so zwei Mentoring-Programme gemacht. Normale Mentoring in meinem Fachbereich und dann Big Sister Mentoring. Mhm. Und die normale Mentoring im Fachbereich ist so, wir treffen einmal pro Woche oder einmal pro zwei Wochen und wir reden mit einem Student. Ich hatte so einen Student und wir sind auch noch Freundin jetzt. Wir reden über unser Leben. Sie erzählt, was machen wir für die Prüfungen, wie können wir so lernen für die Prüfungen, so alle und die neuen so Termine in den Fachbereich und so. Und wir kennen auch andere Leute. Big Sister war so hilfreich, weil ich war so allein mit einer anderen Person und sie war so 26 oder so und sie hat so schon alle die Universität erlebt und sie hat mir geholfen mit den neuen Dingen in Darmstadt. So, wie kann ich so die Bescheinigung von den Amt haben, wie kann ich einen Doktor finden, einen Arzt finden und so. Und sie hat mir viel geholfen. Ja, dann muss man dazu sagen, Big Sister ist unser Programm für internationale Studierende, explizit für genau solche Fragen, wie du gerade sagst, alles, was vielleicht für diejenigen, die nur in Gänsefüßchen nach Darmstadt gezogen ist, relativ normal ist, aber wenn man ganz von woanders kommt, dann doch eine große Herausforderung darstellen kann. Sie können mir so alle helfen mit dem Arzt. Das war so, ich hatte so, ich konnte nicht so die anderen Leute fragen, so ich hatte so sie gefragt, wie kann ich einen Arzt finden, weil ich wusste es nicht. Wow. Ja, also es geht deutlich auch über die Universität hinaus. Ja. Das ist sehr schön. Und das studentische Mentoring, was ganz viele Fachbereiche anbieten, dazu kann ich gerade direkt sagen, wir verlinken alles in den Shownotes und auch, wo ihr das studentische Mentoring findet und wo Big Sister zu finden ist. Das studentische Mentoring ist für alle Erstsemester-Studierenden, manchmal ein, manchmal zwei Semester. Und da seid ihr aber, was seid ihr? Was macht ihr da? Ich habe nur in ein Semester gemacht, so nur erstes Semester. Und wir haben über so Leben in Uni geredet. Und alles rund um die Universität, ja. Ja, aber auch außer Uni, wir können auch fragen, was mache ich heute Abend? Ich weiß nicht, weil so, wo kann ich mit meinen Freunden gehen? Ja, sie ist auch eine, sie oder er ist auch eine Student, so, sie gehen auch so trinken mit den Freunden, so, sie kennen die Place von Darmstadt und so. Also kann ich sehr empfehlen, das studentische Mentoring auch, also es ist meistens ein freiwilliges Angebot, aber das wirklich zu nutzen, dass wir das anbieten, um an der TU anzukommen. Jetzt hast du es aber auch schon erwähnt und hast gesagt, es geht ja nicht nur um die Universität, sondern man möchte ja auch leben und das vielleicht außerhalb der Universität. Hast du Tipps für außerhalb, also ich sage gerne außerhalb der Universität, also so das Leben in Darmstadt neben der Universität? Ja, okay, so Darmstadt ist eine Stadt, wo viele Studenten gibt, so immer auch am Abend und so, es gibt viele Studenten. Und normalerweise, ich gehe mit meinen Freunden in ein Bar und wir trinken ein Bier oder ein Tänchen und wir haben so Spaß da, wir reden, wir spielen mit Karten und so. Wir gehen normalerweise hier in die Stadtmitte, in Bruchbude oder Otzenplatz, es ist hier in die Stadtmitte. Und ja, es gibt auch viele Festivals in Darmstadt im Mai, Juni, Juli, August, immer so, immer ein Festival. Und ja, und es gibt auch die Weihnachtsmarkt im Wintersemester. So, wir gehen auch da im Wintersemester, so immer. So im Winter. Stimmt, das ist nicht mehr lange hin und dann fangen die Weihnachtsmärkte wieder an. So zwei Monate oder so. Ja, ach du meine Güte, ich bin noch gar nicht so im Weihnachtsmodus, aber das stimmt. Also Darmstadt bietet wirklich sehr, sehr viel und du hast das auch gesagt, das ist eine Studierendenstadt. Es ist wirklich ganz, ganz viel für euch, von Kneipen bis hin zu Veranstaltungen, aber auch Musik auch, Musikfestivals auch. Musik. Wenn jemand möchte, nicht in eine Kneipe gehen, aber Musik hören. Oder vielleicht einfach in den Herrengarten. Ja. Also kommen wir nochmal zurück an die TU, wenn wir nicht gerade im Herrengarten oder auf dem Festival sind.
Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen? Was magst du ganz besonders an der TU Darmstadt? Oh. Okay, so die TU ist eine ganze Stadt eigentlich. So fast Darmstadt ist die ganze TU. Und wir haben so viele Campus, aber mein Lieblingsort ist Lichtwiese, weil wir können so im Biergarten sitzen, mit den Freunden reden oder auch in Stadtmitte, wir können in den Ergarten gehen, immer reden. So. Ich liebe so diese Place, wo wir können so ein bisschen ruhig haben nach den Stunden, nach den Vorlesungen mit den Freunden und so ein bisschen so auch in die Sonne liegen oder liegen, weil es gibt keine Sonne. Und ja, so, ich denke, das ist, was ich liebe mehr. Und auch die Leute sind so freundlich und so, so. Ja, das ist, was ich liebe von TU Darmstadt. Ja, das Schöne ist, also ich freut mich sehr, dass du das auch so siehst. Das Schöne ist, dass wir bei den Campi ja sagen können, dass wir keine großen Distanzen dazwischen haben. Das heißt, ihr könnt relativ schnell von einem Campus zum nächsten wechseln und dann mal sagen, hey, ich komme mal kurz rüber oder ich gehe jetzt mal zu dir und wir trinken noch einen leckeren Kaffee. Das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ja, normalerweise, ich mache so zwischen Lichtwiese und Botanischer Garten. So, wir machen immer so Pendel zwischen diese zwei. Wir können auch laufen. Im Sommer wir laufen da und wir gehen zu meinem Bier trinken. Dann wir gehen immer zurück zur Vorlesung und dann wir gehen wieder in Lichtwiese oder wieder in Botanischer Garten und so. Es ist immer so schön, das glaube ich, mit Freunden zu treffen. Ich spanne nochmal den Bogen zum Anfang, zur Orientierungswoche, weil in dieser Orientierungswoche auch gezeigt wird, wo und was haben wir alles auf den verschiedenen Campi. Auch da setzen sich die Fachschaften immer ein und bieten da ein ganz tolles Programm. Und da möchte ich den Podcast gerne nutzen, um auch mal unseren Fachschaften, die das jedes Jahr auf die Beine stellen, ganz, ganz herzlich zu danken. Die machen das jedes Jahr ganz toll und machen sich unglaublich viel Mühe. Und dieses Programm, ich glaube, wir können das gar nicht alles nennen. Wir können nur immer wieder sagen, geht hin, das lohnt sich. Es ist einfach nicht nur ein Riesenspaß, sondern ein Riesengewinn auch für die Studienzeit. Deswegen ganz, ganz herzliches Dankeschön an der Stelle an die Fachschaften und dass ihr das macht. Jetzt gucke ich kurz in meine Karten und stelle fest, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts. Gibt es Tipps, die du hast für unsere Erstsemesterstudierenden, die wir vielleicht jetzt noch nicht genannt haben? Ja, so Frage stellen immer. Dann nicht Angst haben, mit den Leuten zu reden. Es ist der erste Tag für alle. So, auch wenn ich kannte niemand, auch von außerhalb Uni. So, ich hatte so mit alle die Leute geredet und jetzt ich habe so 1000 Freunden jetzt, weil ich hatte keine Angst zu sagen, hallo, wie geht's? Und sie haben so, wir haben angefangen zu reden und wir waren ein bisschen so ein Bier zu trinken und so und wir waren Freunde. So, keine Angst, es ist der erste Tag für alle und ja, keine Angst nie haben. Es ist erste für alles und so. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Das ist der erste Tag für alle und es gibt auch den schönen Satz, scheiter, heiter. Wir wollen natürlich nicht, dass jemand scheitert, aber da vorzustehen und vielleicht auch etwas von Überforderung zu fühlen oder es ist alles so groß, das ist völlig ich normal. Ich dachte auch. Du auch? Nein, ich denke, es ist klein. Okay, genau, wenn man erstmal angekommen ist, ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Fragen und apropos Fragen, wenn Fragen da sind, da kommen wir dann auch an unsere zentrale Studienberatung und Orientierung. Wir sind immer da. Das heißt, ihr könnt immer, und das gilt jetzt nicht nur für unsere Erstsemesterstudierenden, sondern natürlich für euch alle, wenn Fragen sind, wenn ihr mal nicht weiter wisst oder wir sind immer da. Egal ob telefonisch oder vor Ort, fragt die zentrale Studienberatung. Zoom natürlich, genau, auch online. Also wir versuchen es auf allen Ebenen da zu sein. Auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes, wo die entsprechenden Kontaktadressen sind. Wir werden auch in die Shownotes packen, dass es eine Seite gibt, einfach studieren, wo nochmal alles drauf ist, was wichtig ist zum Start in ein gelungenes Unileben hier an der TU Darmstadt. Ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du deine Erfahrungen teilen konntest, auch erzählen konntest vom Mentoring, Big Sister, wie du hier angekommen bist und dass du deine Freunde hier gefunden hast. Das freut mich wirklich sehr. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch in deinem Studium. Danke für die Einleitung. Sehr gerne. Und allen Erstsemesterstudierenden, die uns heute zuhören, ganz viel Erfolg fürs Studium. Und ihr schafft das, ihr macht das super und als Universität sind wir sehr stolz auf euch. Danke. Vielen Dank. Danke für alle die Studenten. Tschüss. Tschüss.